Sie machen Urlaub um die Ecke. Einfach Pause mal zu Hause. Es ist Freiheit. Frei sein, frei atmen, frei denken, frei bewegen, frei verhalten. Unterwegs im Van. Das Schöne ist, man hat alles dabei, was einem wichtig ist. Das genieße ich am meisten eigentlich. Oder ganz ohne Wohnung. Warum lebt man im Bus? Warum nicht? Ist das echt so einfach? Immer mehr Menschen machen kleine Urlaube im Alltag. Wie gelingt das? Und wie nah liegt das Glück? Das frage ich mich in diesem Film. Sönke und Bettina aus Stauffenberg sind sowas wie Urlaubsprofis. Die beiden haben das Camper-Gen im Blut. Er ehemaliger Berufssoldat, sie sehr engagiert im Sozialbereich. Seit Mai baut das Paar an einem alten Transporter, der mal Omis und Opis zur Reha gefahren hat. Nun soll ein cooler Camper daraus werden, maßgeschneidert, ganz nach ihrem Geschmack. Und das wird einfach ein Stuhl? Genau, das ist der zweite Stuhl, der hier schon steht. Da kommt dann irgendwann so eine Platte drauf, die man öffnen kann, sodass hier unten Stauraum, Staufläche entsteht. Das Ganze wird noch mit Platten verkleidet. Die beiden Stühle stehen dann praktisch gegenüber. Und hier hinter beginnt dann, das kann ich nachher noch mal zeigen, das Festbett, was ausziehbar ist bis auf diese Höhe hier. So dass man hier sitzen kann und auch unter dem Festbett einen Tisch ausziehen kann und an diesem Tisch dann auch essen kann. Bettina streicht schon seit Stunden Holzlatten. Ganz meditativ. Ich mache halt unterschiedliche Sachen. Mal lackiere ich. Am liebsten arbeite ich mit Öl, Hartwachsöl. Aber in dem Fall haben wir eine Bienenwachslasur. Was mich überrascht, Bettina und Sönke sind sehr aktiv auf Instagram als Camperfaktur. Denn sie haben schon Bulli Wilma gebaut und Ragnar The Van. Zwei sehr spezielle Vans für zwei sehr erfolgreiche Instagrammer, die viel reisen, campen und Outdoor-Fotografie machen. Bettina und Sönke bauen auch für andere alte Transporter um. Sie machen das nicht, weil sie damit Geld verdienen wollen. Es geht ihnen vor allem um das Lebensgefühl, das sie mit diesen Autos an andere weitergeben möchten. Das Schöne an dem Campen ist, dass man losfährt und an sich dann schon Urlaub hat. Man braucht sich keine Gedanken zu machen, man muss nicht großartig planen, man fährt einfach los und entscheidet vielleicht sogar noch auf der Fahrt, wo man hinfährt. Das macht man abhängig vom Wetter oder von anderen Umständen. Und das ist einfach das Tolle. Man kommt denn dort an und hat in der Regel eine ganz tolle Lage. Man steht direkt am Meer, am See, an den Bergen. Und die Hotels muss man sich erstmal suchen, wo das möglich ist. Und beim Campen hat man das halt irgendwie ständig. Wenn Sie nicht selbst mit Ihrem Camper unterwegs sind, bauen Sie an einem Van. Und zwar sehr fachmännisch. Alles geht flott von der Hand. Es klappt wie am Schnürchen. Bloß, wo ist hier die Skizze? Wie soll denn das mal aussehen? Ich sehe gar keinen Plan, nach dem du arbeitest. Der entsteht während des Arbeitens. Also man macht sich natürlich vorher so ein paar Gedanken, wie das Ganze aussehen soll. Aber im Endeffekt findet das Ganze in der Planung statt, wenn man arbeitet. Also man muss sich an bestimmte Vorgaben halten, die man sich selbst gemacht hat. Also die Größen von so einer Sitzbank beispielsweise. Da haben wir gesagt 60 cm. Bettina hat das mal ausprobiert. Das ist so der Platz, den man braucht. Und dann ergibt sich halt noch ein feststehendes Bett von 1,20 Meter, was wir uns auch vorgestellt haben. Und ja, dann fängt man an und baut. Und ja, und während des Bauens passieren natürlich auch Sachen, wo man sagt, Mensch, da müsste man noch was anderes machen oder man kann was anderes machen. Ja, ganz spannend. Aber das macht ihr alles zusammen, ihr beide, ne? Ja, also ich bin mehr so derjenige, der fürs Handwerk zuständig ist. Und Bettina kümmert sich um das Schöne im Auto, also um die Farben und auch um die Gestaltung. Bettina und Sönke arbeiten intuitiv. Eins steht jetzt schon mal fest. Der hat hier schon einen Namen.
der heißt Erwin. Die Wilma war unser erstes Fahrzeug, das war ein VW-Bus für unsere Tochter. Auch der Name kommt aus der Familie von meiner Frau und der Erwin. Erwin und Wilma, bis jetzt haben wir die beiden Namen verwandt, sind alle über 90 und deshalb, das soll für Langlebigkeit stehen. Erwin the Van. Erwin the Van, ja. Unser Wohnmobil, was wir haben, heißt auch Fred. Einfach, es ist immer schöner zu sagen, wir haben sogar unsere Räume zu Hause benannt. Also wir haben den Raum ohne Namen, das ist der Ron oder den HWR oder so. Also da sind wir so ein bisschen verrückt vielleicht. Also, und ich denke mal, mit dem Namen ist ganz gut, dann kann man das Fahrzeug auch vernünftig zuordnen. Ne? Das ist auch später mal oder auf unserem Instagram-Profil, da werden die ja dann alle benannt und dann kann man ja sehen, das ist der Erwin oder das ist die Wilma. Limited Edition. Richtig. Alles, Limited Edition. Erwin, Wilma, Fred. Einmal im Jahr bauen sie einen Campervan um. Total verrückt. Erwin hat Laminat. Ja, es ist Laminat, ja. Ja, du kannst im Prinzip alles verlegen. Du kannst hier Vinylboden reinlegen. Du kannst Laminat, Echtholz, Parkett. Da sind also der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und wir denken, dass so in der Verbindung mit dem Fußboden und der dunklen Decke und den hellen Wänden. Es findet sich, ich wiederhole jetzt einfach immer nur das, was meine Frau sagt, alle Farben finden sich zum Beispiel hier in dem Boden wieder, die wir hier drin verbauen. Und das macht dann am Ende so einen schönen, stimmigen Eindruck. Ne? Also wir wollen uns selbst auch in dem Auto wohlfühlen und so bauen wir es dann auch. Sönke erfindet auch ständig neue Sachen. Ein Schiebebett zum Beispiel. So. Das ist also die Idee, so wird das Bett also in der Grundstellung sein, 1,20 Meter mal knapp 1,80 Meter breit. Und wenn man es jetzt abends ausziehen will, dann zieht man praktisch hier die vordere Leiste raus und damit vergrößert man die Liegefläche nochmal von 1,20 Meter auf 1,80 Meter mal 1,80 Meter. Aber es ist doch erstaunlich einfach, also es ist jetzt keine große Handwerkskunst, die man hier vorzeigt. Das sind vier Latten, die auf so einem Festholz, auf so einem Hartholz laufen, die dann mit den Lattenrosten verbunden werden. Ja, das sagst du, weil du es kannst. Ja, aber was ich damit sagen will, ist, dass man mit ein bisschen handwerklichem Geschick im Prinzip sich das selbst auch erstellen kann. Also man kann sich das ruhig zutrauen. Noch ist Erwin the Van im Rohzustand. Aber schon bald werden wir mehr darüber wissen, wie Sönke und Bettina sich das Auto vorstellen. Gut 100 Kilometer südlich entfernt von den beiden in Darmstadt sitzt in seinem perfekt ausgebauten Bulli Ben Wavra. Ben hat Feierabend. Er fährt nicht nur, er wohnt im Van. Das ist ja dein Zuhause hier. Ja. Ist es doch, oder? Ja. Würdest du sagen, das ist dein Zuhause? Absolut. Kleiner als deins, aber schneller. Ben hat das Campen zum Lebensstil gemacht. Er wohnt seit gut 10 Jahren in einem Bus. Nach der Arbeit fährt der Ingenieur ins Grüne. Jeden Abend sucht er sich einen anderen Schlafplatz. Also ich finde, man zum Beispiel durch Naturlandschaften, also so Städte, haben einen anderen Einfluss auf die menschliche Psyche als irgendwie so eine Naturlandschaft. Die kann aber im Stadtrandgebiet sein, das muss nicht weit fahren, das muss nicht immer ein großer Weg sein. Das reicht dann oft eine halbe Stunde wegzugehen, klettern zu gehen, Sport zu machen und man hat das Gefühl, einen echten Urlaub gehabt zu haben. Das heißt, ein Mikrourlaub, wie kann man es nennen, das kann auch mittwochs oder donnerstags oder jeden Tag der Woche erfolgen. Wenn man allein, wenn ich von der Arbeit, zum Beispiel wenn ich lange arbeite, bis um 7 und wir fahren dann an den Rhein, gehen Kanu fahren, morgens früh aufstehen, ins Wasser noch ein bisschen schwimmen gehen und dann wieder in die Firma fahren. Das fühlt sich an wie ein Urlaub. Ben ist Geschäftsführer von Space Camper. Seit über 10 Jahren baut hier ein Team von inzwischen 40 MitarbeiterInnen Bullis um. Ganz neue Autorohlinge direkt aus der Fabrik. Seit einigen Jahren haben sie immer mehr zu tun, denn Urlaub im Camper ist absolut im Trend. Ben ist einer der Gründer von Space Camper. Der Ingenieur entwickelt ständig neue Ideen zum Ausbau der Bullis. Wir leben das ist mehr als ein Werbeslogan. Es ist seine Überzeugung.
Allein in dieser Werkstatt bauen die Männer parallel an 8 neuen Autos. Die Wagen werden bis auf den Motor komplett entkernt und dann wieder neu zusammengebaut. Julian arbeitet seit 2 Jahren hier. Er ist für die Elektrik im Auto verantwortlich. Das sieht alles so einfach aus. Ja, es ist auch nach ein paar Mal machen ist es einfach. Aber die ersten Male sind immer, weil man so ein gewisses Gespür für genug und nicht zu viel Gewalt braucht. Weil, was wir eben schon hatten, ist viel Plastik inzwischen. Und da gibt es dann natürlich viele Stellen, die kaputt gehen können. Aber das ist Gewohnheit und Gefühlssache. Irgendwann kommt das automatisch mit. Wer hier arbeitet, weiß in der Regel, was Campen im Auto bedeutet. Schon lange bevor das sogenannte Vanlife so modern wurde. Viele, die hier sind, machen es auch selber privat. Ob jetzt mit einem Space Camper oder mit einem eigenen Auto, ist natürlich eine Sache. Aber sind schon irgendwo alle ein bisschen campingaffin. Also, ich habe die Firma auch gefunden, nachdem ich aus Australien wiederkam. Nachdem ich das erste Auto für mich ausgebaut hatte, sozusagen Interesse dran hatte. Und das dann schon eine ziemlich coole Firma ist, weil wir auch selbst viel selber herstellen. Also wir bauen auch 10 Autos gleich oder 8 Autos immer gleichzeitig, so, die wir hier am Stück drin haben. Das heißt, prinzipiell kann man auch immer irgendwie springen, falls es mal in einem Auto nicht weitergeht, weil es fehlt was oder es funktioniert irgendwas nicht so, wie es soll. Dann kann man auch erstmal wieder an einem anderen Auto weitermachen, sodass sie alle halt zügig miteinander fertig werden. Space Camper macht alles selbst, sogar kleine Extras wie Gardinen oder Überzüge für Seitenspiegel und Windschutzscheibe werden hier genäht. Die Autos wollen minimalistisch, aber praktisch sein, mit allem, was man braucht, inklusive Außendusche. Ben hat sich nicht wie andere Menschen ein Haus oder eine Wohnung gekauft. Ben kauft sich Land für seinen Camper als Stellplatz. Hier bei Seeheim Jugendheim verbringt er viel Zeit. Im Handumdrehen wird sein Auto zum Apartment. Also erstmal, dass die Standardsachen kennst du ja. Ich kann den Tisch so aufmachen ganz schnell. Idee ist halt, dass alles so schnell geht, dass es, dass ich nicht umbauen muss. Das heißt, wenn ich müde bin, und das finde ich halt so schön. Du bist auch viel unterwegs. Einfach, wenn du fährst, wenn du müde wirst, einen Handgriff hast du im Bett. Das heißt, du machst einfach so, klickst hier drauf und hast dein Bett und kann mich sofort hinlegen und kann, kann mich jetzt hier quasi so einen 10 Minuten Schlaf machen. Und so funktioniert übrigens die Bulli-Dusche. Gestern war ich mal Radfahren gewesen, habe ich dann bei der Hitze mal abduschen, danach ist super. Also das zweite geht genauso schnell raus, dann habe ich hier Dusche. Und das ist sogar Warmwasser. Das Warmwasser machen wir beim Fahren. Wenn man irgendwo fährt, dann wird dann ein Boiler geheizt. Und das heißt, wenn man morgens irgendwo hinfährt, kann man abends noch heiß duschen damit. Campen heißt für Ben draußen sein, im Sommer wie im Winter. Was ja auch eine große Gefahr ist, dass einfach viele schöne Plätze mittlerweile also es geht gar nicht, dass man irgendwo dann einfach irgendwo sein Geschäft macht und damit den Ruf und von uns Wildcampern irgendwie ruiniert, indem man da die Gegend vollkackt. Ja, das heißt, dementsprechend geht es an eigene Toilette. Ist schon wichtig, dass man schöne Plätze sauber halten kann. Und das machen wir, die alten Trick, den auch die Hundebesitzer machen. Wir kacken nicht irgendwo in die Natur, sondern wir benutzen Hundebeutel. Und ich kann das jetzt hier aufklappen. Jetzt habe ich dann hier, siehst du das? Einen Einsatz. Ich habe hier biologisch abbaubare, aus Maisstärke produzierte Säcke. Ich mache es keine Angst, ich mache es nur theoretisch vor. Also, und das lege ich dann hier einfach rein. Ja. Jetzt kannst du auch noch die Musik anmachen, wenn du willst. Und dann hast du deine eigene Toilette. Ben mag es eben auch komfortabel.
Katar und Markus kommen zu Besuch auf Bens Grundstück. Zum Grillen und Übernachten. Die Studentin und der Marketing-Experte sind ein Paar und leben auch im Bulli. Erstmal gibt es Abendessen. Lecker. Katar wäscht das Gemüse, Markus sucht Gewürze. Bestimmt, das sind so 20 Stück oder so. Sesam sogar. Ihr macht das jetzt nicht nur für mich, ne? Sondern ihr, so seid ihr, ne? So lebt ihr. Ja. Also wenn wir es nicht hier machen, machen wir es irgendwo anders. Das ist jetzt kein Show-Wendler. Nee. Man muss auch bis was essen ab und zu. Wie das dann letztlich aussieht, kommt dann halt immer auch auf den Standort an, wo man gerade ist. Also manchmal bereitet man es dann eben auch schon drinnen vor, wenn es regnet zum Beispiel. So, Champignons fertig. Haben wir schon einen Topf oder so? Urlaub direkt nach der Arbeit. Eine Mikro-Auszeit in der Natur. Spontan und ohne großen Aufwand. Das wird auch lecker. Ich glaube, den Mais kann man schon essen jetzt. Andere auch gleich. Ben, Katar und Markus brauchen nicht viel für das Urlaubsgefühl. Es scheint, je einfacher, desto entspannter für die drei. Aber wie ist das eigentlich, wenn man einfach da bleibt? Ist Urlaub zu Hause auch schön? Schrebergartenleben in Offenbach. Familie Pfaff verbringt den Sommerurlaub auf 350 Quadratmetern in der Kolonie. Lydia Pfaff ist eigentlich Coach, hilft Menschen bei der persönlichen Weiterentwicklung. Im Urlaub ackert sie im Garten. Meine Oma hat immer gesagt, das wird ganz schön viel Arbeit, aber die Arbeit hilft. Das hat mir das ein oder andere Mal auch schon den Hintern nach der Arbeit gerettet. Wie? Ja, also wenn du die Energien von anderen Menschen aufnimmst und auch nicht unbedingt die positiven Energien, ist das hier, das wieder rauszulassen. Das war ja so ein richtiger Hexengarten. Ja. Ich hab gesagt, geil, da kannst du ja machen, was du willst eigentlich. Erstmal den so gestalten, wie du möchtest, weil der nicht vorangelegt war. Und ich gesagt, okay, machen wir's. Und eigentlich ist das die beste Entscheidung, die ich in den letzten Jahren neben meinem Sohn getroffen habe. Ja. So. Lydia hat die Welt um sich einfach kleiner gemacht. So wird das Erleben intensiver. Kartoffeln, ne? Mein Schatzi. Ziehst du das raus? Ja, die ziehe ich jetzt rauf. Die sind jetzt fertig, ne? Ich habe eigentlich hier den Vorteil einer großen. Hier, ja, dann hol sie raus, mein Schatzi. Oh, die ist aber ganz schön groß. Boah, ist die groß geworden. Und hier sind auch noch alle. So, jetzt buddeln mal ein bisschen. Da müssen bestimmt noch ein paar Kartoffeln sein. Dann muss ich hier auf die Bühne. Ja, dann können wir am Opa Kartoffelsalat machen, ne? Sich dreckig zu machen, ohne dass einer guckt. Ja. Ja, das ist ja, uns wird ja immer verboten, uns dreckig zu machen. Wasch dir gleich die Hände, mach gleich. Und da bist du so, das ist wie Essen mit Händen. Das ist einfach alles wahrnehmen. Und alles so, so, ja. Du hast recht. Hat die Mama nicht richtig gebuddelt, hä? Gott sei Dank kommst du mit dem Bagger. Du glaubst nicht, was ich für dreckige Füße abends habe. Und mir tut's nicht weh, damit ins Bett zu gehen. Also hier nicht. Lydias Familie kommt im Schrebergarten zurück zum Wesentlichen. Gemüse anbauen gehört dazu. Ich habe, glaube ich, mittlerweile irgendwie 18 oder 19 Bücher über Garten und Bewirtschaftung und Selbstversorger. Und dann tatsächlich halt zu schauen, dass nicht jedes Feld irgendwie gleich bepflanzt wird jedes Jahr. Da musst du aufpassen beim Grünkohl zum Beispiel, den darf ich jetzt 5 Jahre lang nicht mehr da drüben auf das Feld setzen, sondern muss es immer wieder auf ein anderes Feld setzen. Ja. Also das sind schon so Sachen, da hält sich dann Frank auch raus, das ist dann zu kompliziert für ihn. Also es ist es auch. Also ich bewundere jeden Landwirt mittlerweile. Die Ernte lohnt sich. Meine Kollegen kriegen zwischendrin auch den Mangold und die Gurken geliefert, weil wir so viel mittlerweile auch anbauen.
dass wir eigentlich fast alle mit versorgen. Wir haben Karotten, Kartoffeln, Stachelbeeren, Himbeeren. Was haben wir noch, Leo? Weißt du nicht? Och, was haben wir noch? Grün, genau. Was haben wir noch? Basilikum, alles? Also, ne? Basilikum ist das, genau. Ja, Zitronenmelisse Tomaten ist haben da. Wir ganz vergessen. Tomaten haben wir noch. Paprika. Genau, Paprika haben wir. Und also, könnt ihr davon leben? Zucchini. Oder im müsst Sommer ihr noch schon. Zukaufen? Im Sommer kannst du davon leben. Nee, also wir kaufen seit... Ab April kaufen wir kein Gemüse genau. und Obst ja. mehr zu. Stimmt. Ja? Es ist einfach schön, draußen zu sein. Ja, und das haben wir schon immer genossen als Camper. Und jetzt einfach tatsächlich jeden Tag draußen zu sein und nicht im Büro, nicht in der Stadt. Wie gesagt, ich kann hier arbeiten, ich kann hier sein, ich kann hier leben. Also ich habe so das Komplettpaket und das ist wirklich schön. Ja. Das ist besser als jeder Yogakurs. Brauche ich mein Unkraut, mein Beet ja, und meine Terrasse. Das reicht. Reicht vollkommen. Ja. Ja. Das ist Freiheit. Auch wenn es ein Schrebergarten ist, auch wenn es von draußen nicht geglaubt wird. Ja. Der Schrebergarten gilt ja eigentlich als ziemlich spießig. Hier ist das aber gar nicht so. Du gehst durchs Gatter, durchs Tor und dann ist das hier wie eine andere Welt. Und wir sind ja im Sommer tatsächlich immer hier abends auch. Also am Wochenende schlafen wir immer hier, nachmittags sind wir immer hier. Also die Hütte ist ja komplett ausgebaut. Das ist alles da, was wir brauchen. Teilweise sogar noch mehr, als ich daheim habe mittlerweile. Ja, eigentlich fast zu viel manchmal. Manchmal, ja. Wenn man daran denkt, ist eigentlich nur eine Gartenhütte, aber manchmal besser ausgestattet wie zu Hause. Für Lydia und Frank erscheint das Leben im Schrebergarten irgendwie leichter, unbeschwerter und geselliger. Und wie schaut's aus? Heute Abendessen, ja, kommt rüber, was habt ihr? Dann bringen die was mit, dann wird hier aufgetischt, dann wird zusammen Abend gegessen oder gefrühstückt oder Mittag gegessen. Ja, das wird es zu Hause nicht geben. Also ich würde nicht auf die Idee kommen und beim Löschi, beim Nachbar drüben klingeln und sagen, kommst du rüber zum Abendessen? Hier guckt auch keiner drauf, irgendwie, was hat denn der andere jetzt mitgebracht, ja. Jetzt muss ich das irgendwie wieder ergänzen. Ne? Wir packen zusammen, ja. Ja, doch, es ist eine andere Gemeinschaft. Ja? Ja. Ich glaube, das macht auch so dieses Wohlfühlen aus, ja. Sich nicht abzuschotten, den Gartenzwerg-Panzer vorne dran zu stellen, zu sagen, hier kommt keiner rein oder eine Hecke hochzuziehen. Wenn du das hier siehst, unsere Gärten sind alle frei und offen. Also es gibt ganz wenige, die mit Hecken verbaut sind. Deutsche Eck. Deutsche Eck, genau. Ja, da wollen die Leute für sich sein. Und warum soll ich das meinem Kind beibringen? Warum? Wir leben in der Gemeinschaft und hier ist doch die wunderschönste und beste Art, damit umzugehen, zu lernen. Ja. Für Leo, für die Pfaffs, ist ihr Schrebergarten ein kleines Paradies geworden. Ein gutes Leben auf kleinem Raum, das verspricht er ihnen. 3 Wochen sind vergangen. In Staufenberg werkeln Bettina und Sönke schon wieder. Erwin the Van wird immer schicker. Und Bettina ist mal wieder bei ihrer Lieblingsbeschäftigung, beim Streichen. Das ist ja eine ganz wichtige Seite hier. Da muss es besonders schön werden. Ja, dann machst du die Tür auf und dann guckst du sofort da drauf. Ne? Nach wie vor haben die beiden keinen Plan. Im Kopf schon, aber gerade diskutieren sie die Regallänge aus. Also dann verdeckst du auch hier die Kante hier. Das muss ja nicht so hoch sein wie hier. Das ist, wenn du sagst, dass es hier offen sein soll, schickt dir vielleicht so ein Stückchen. Ne? Das Regal fehlt noch, aber die Spüle ist schon mal vom Feinsten. Das sieht schon wirklich schön, wirklich sehr, sehr edel aus, ne? Ja, nicht nach Camping, oder? Nee, das vermutet man gar nicht so, ne? Aber das ist ja gerade das, also wo wir sagen, das ist so unser Ding, ja? Und da gibt es bestimmt viele, die das auch schön finden. Ein Klo gibt es auch, alles perfekt. Jetzt noch das Besteckfach zum Ausziehen. Geht nicht. Passt nicht. Und habt ihr nicht vorher gemessen? Nö, wir haben es einfach mal spontan gekauft. Mhm. Ich glaube, hier musst du noch was einbauen, damit das nicht rüberrutschen kann. Mhm. Ihre Improvisationskunst verlässt sie nie. Das ist noch die Schablone von den Schränken da drüben. Und im Prinzip ist das rechts und links ziemlich identisch. Und da muss man sich die Arbeit nicht darüber machen. Ihr habt keine einzige Skizze? Nö. Also wir haben das mal versucht, aber wir können beide nicht richtig zeichnen. Und dann haben wir die Skizzen uns angeguckt und haben gesagt, nee,
Also das entsteht praktisch beim Bauen. Also die Dimension, wie groß die Schränke werden und sein müssen, das erkennt man ja, wenn man da drin steht, aber dann fängt man an zu bauen und das ist ja das Spannende und dann baut man und dann stellt man fest, es geht oder es geht nicht und dann muss man halt wieder ein bisschen umdenken, umplanen, aber das geht alles ohne Skizze. Bettina und Sönke verstehen sich wirklich blind, als könnten sie einander in die Köpfe schauen. Der Camperausbau ist für sie ein Stück weit auch Selbstverwirklichung geworden. Es ist ihr Hobby. Weil wir Spaß dran haben, weil wir wirklich Spaß dran haben, sowas zu machen, um dann auch vielleicht später, und das ist uns ja schon ein paar Mal passiert, jungen Menschen Freude zu bereiten durch uns. Die letzte Kundin hat gesagt, den Lebenstraum zu erfüllen. Und das ist so eine tolle Geschichte. Natürlich bauen die beiden den Sommer über nicht nur an ihrem Campervan. Sie sind auch selbst viel unterwegs mit dem eigenen Auto. Und das ist High-End. Das Paar hat seit neuestem einen Luxus-Camper, ein Riesenschiff. Mit dem machen sie regelmäßig kleine Abstecher in die nahe Umgebung. Ja, immer wenn wir hier in dem Ding sitzen, fahren wir ja zu 90% immer irgendwie in Urlaub. Und anders als vielleicht mit dem PKW loszufahren, hast du hier gleich von vornherein das Gefühl, im Urlaub zu sein. Das ist völlig entspannt. Also unser Hotelzimmer haben wir im Prinzip mit dabei. Wir wissen unser eigenes Bett, unsere Toilette und so weiter. Und wenn wir jetzt dahin fahren, wo wir jetzt uns vorgenommen haben, hinzufahren, und das gefällt uns nicht, dann fahren wir einfach weiter. Das ist so ein richtig schönes, entspanntes, angenehmes Gefühl. Wir sind gerade einmal eine gute Stunde von zu Hause entfernt. Das ist doch traumhaft hier, oder? Ja, so habe ich mir das vorgestellt. So, Ziel erreicht. Die gute Laune ist nicht gespielt. Das Paar findet an diesem Tag tatsächlich sein Urlaubsglück in Bad Zwesten. Aber warum fahren sie denn nicht in einem ihrer umgebauten Bullis los? Wir zehren natürlich so ein bisschen von der Erfahrung, die wir haben beim Wohnmobilfahren. Und das versuchen wir natürlich auch in unsere Autos, die wir dann bauen, irgendwo mit einfließen zu lassen. Und das, sag mal, so hat sich das im Prinzip ergeben. Also nicht wie die Größe oder sowas war für uns jetzt weniger entscheidend. Natürlich ist das hier groß, aber wir sind ja auch mal mit kleineren Fahrzeugen angefangen. Also wir hatten auch ein kleineres Fahrzeug und sind da halt allmählich immer ein bisschen größer geworden. Und jetzt sind wir hier bei dem gelandet, weil er einfach das, was wir uns vorgestellt haben an Raumgefühl und Komfort, den wir uns wünschen, auch bietet. Bei ihrem eigenen Camper müssen die beiden auf nichts verzichten. Schicke Küchenecke, zwei Fernseher, zwei komfortable Betten. Sogar ein Backofen ist an Bord. Wenn man seit Jahrzehnten unterwegs ist, werden wohl auch die Ansprüche größer. Ferienwohnung, sage ich immer. Ja? Das ist wie eine Ferienwohnung. Eine mobile Ferienwohnung. Käme denn ein Bulli-Marke-Eigenbau für Sie gar nicht mehr in Frage? Muss es unbedingt so schick sein? Aus dem Alter, sage ich mal, sind wir raus, haben das auch schon in der Jugend mit Zeltlager und Zelten und angefangen und das müssen wir an sich jetzt nicht mehr haben. Also wir brauchen für uns schon einen gewissen Luxus oder eine gewisse Qualität beim Urlaub machen mit dem Wohnmobil. Also wir wollen hier auch auf nichts verzichten. Also wir wollen hier genauso leben, wie wir zu Hause leben. Und das können wir halt. Campen ist für die beiden mittlerweile zum Lebensprinzip geworden. Mal schnell wegfahren, das Auto aufbauen, sich an irgendeinem Ort schön einrichten. Bettina und Sönke kennen viele Menschen, die das so machen. Wir haben wirklich viele schon gesehen, die einfach dann auch in dem Fahrzeug leben, die vielleicht nur eine kleine Wohnung oder gar keine Wohnung mehr zu Hause haben und das ganze Jahr über in so einem Auto leben. Und das kann man auch, weil ja einfach diesen kompletten Luxus, den man auch zu Hause hat oder so, bietet so ein Auto. Ne? Mhm. Und wenn man das kann und sich erfüllen kann, so einen Wunsch, dann ist das natürlich was Tolles.
Sogar selbstgebackenen Kuchen gibt es und frisch gekochten Kaffee aus der Bordmaschine. Das Urlaubsglück kann auch auf einem Schotterplatz liegen. Ben und seine Freunde aus Darmstadt sind auch wieder unterwegs. Nach der Arbeit geht es an den Altrhein, nach Stockstadt zur Knoblochsaue. Wie immer haben sie ihre Stand-Up-Paddleboards und das Kajak dabei. Die drei wohnen ja in ihren Bullis im Sommer und im Winter. Ihre fahrende Wohnung ist mit Absicht nicht so komfortabel, sondern eher minimalistisch, praktisch. Für Cutter, Ben und Markus ermöglicht das Vanlife ein viel unmittelbareres Leben, ohne viel Ballast. Sie sind moderne Nomaden. Ihre Autos machen sie mobil und ermöglichen ihnen, aktiv zu bleiben. Mittlerweile kennen sie schon die guten Plätze, an denen sie ihren Sport machen können. Das ist ein bekannter Hotspot für SUP-Fahren, also zum Paddeln, aber auch für Kajakfahrer, Kanufahrer, Angler sind hier ganz viele. Also Leute, die halt eben gerne in der Natur sind und ja, gerne auch vielleicht auch schwimmen. Einfach nur nicht unbedingt jetzt eben immer vor dem Fernseher sitzen oder vor der Glotze, sondern eben ein bisschen was erleben wollen. Man sieht es den Autos nicht an, aber so ein umgebauter Bulli kostet in etwa so viel wie ein Luxuscamper. Es ist halt eine ganz andere Art zu campen. Campen ist, glaube ich, so ein dehnbarer Begriff. Wir wohnen einfach im Bus, das ist es. Und ob man jetzt sagt, ja, dass man immer den Tisch jetzt so auspackt wie jetzt oder manchmal haben wir auch nur als Tisch so eine kleine Kiste oder sind bei Freunden, machen Sport. Das Einzige, was so mit Campen mich so vereine, ist wirklich im Bus schlafen. Also in dem rollenden Zuhause, dass mein Bett oder unser Bett Räder hat. Mhm. Immer die Küche dabei. Wir kochen auch selten eigentlich im Auto, ne? Oder im Bus. Ja, draußen dann halt eher. Mhm. Ja. Das Leben findet, wie gesagt, vor dem Bus statt und nicht im Bus. Und diese paar Quadratmeter, die reichen eigentlich völlig aus. Ja. Wer weniger besitzt, muss sich auch um weniger kümmern. Trotzdem ist der Bulli von Katha und Markus sehr persönlich eingerichtet. Sie verzichten auf alles Überflüssige, um am Ende eines zu gewinnen. Zeit. Man hat viel mehr Zeit. Sonst ist es ja so, dass man muss die Wohnung putzen, man muss Sachen fliegen. Ich alleine, wenn ich den Bus aus... Ja, sage ich jetzt mal aussaug, dann haben wir da vielleicht maximal 2 Quadratmeter, sowas. Und das ist innerhalb kürzester Zeit halt eben erledigt. Man kann die Zeit halt eben, die man verbringt, eben viel einfacher nutzen und viel besser nutzen. Man hat mehr Zeit für Sport, Freizeit, für das, was man gerne macht, Freunde treffen oder ja, das zu erleben, was man gerne erleben möchte. Also man verbringt weniger Zeit im Bad und so, weniger Zeit vom Kleiderschrank. Das ist eigentlich auch sehr entspannt. Also man nimmt eigentlich eher so, was gerade da ist. Und ja, das spart schon auch echt viel Zeit. Und man ist eben gleich draußen. Das ist auch total angenehm. Also man steht auf und geht raus. Und verbringt nicht irgendwie eine Stunde erstmal noch im Haus, bevor man dann irgendwie irgendwo hingeht. Und das finde ich auch so ganz cool. Weil dadurch, dass man nicht so einen festen Spot hat, ist man irgendwie so bereit, eher wohin zu gehen. Katha und die beiden Männer haben sich bewusst für ein Leben im Bus entschieden. Denn zwischen Bulli und Natur liegt nur ein einziger Schritt. Für sie ist die Natur ein riesiger Garten, in dem sie aktiv sind, Sport treiben. Mit dem Van können sie jeden Tag aufs Neue entscheiden, wo es hingehen soll. Und das simple Leben lässt sie besser spüren, was sie wirklich wollen. Sich bewegen, aktiv sein, nicht stecken bleiben. An einem Ort. Am Abend finden alle schnell ihre Routine. Man merkt, wie vertraut sie sind mit diesem Leben. Surfbretter und Faltboot werden gesichert. Die Vans sind kuschelig warm und komfortabel, nicht nur für eine Nacht.
Am nächsten Morgen stehen alle mit der Sonne auf. Man ist direkt wieder draußen. Ben kocht schon den ersten Kaffee, natürlich auch draußen. Es ist kurz nach 8. Ohne viele Worte machen die drei Freunde Frühstück. Duschen, Zähne putzen, das scheint hier irgendwie schneller zu gehen. Cutter ist jedenfalls schon fertig angezogen. Markus kümmert sich um den Abwasch von gestern. Jeder hat seine Aufgabe. Und zwischendurch wird schon gearbeitet. Das mobile Office ist bereits aufgebaut. Auch Markus hat schon in der Frühe lange mit einem Kunden telefoniert. Morgen, Ben. Wie auch Ben hat Markus keine Wohnung. Die Sachen, die er nicht im Bulli unterbringen kann, lagern in der Firma. Da waschen sie auch ihre Wäsche. Und Cutter wechselt sowieso gerade ihren Studienort. Weil ihr Studium hauptsächlich online läuft, passt das mit dem Bulli-Leben ziemlich gut. Zeit für eine Roomtour. Hier hinten haben wir noch Kleiderschränke. Also das ist komplett Kleiderschrank, geht bis runter zum Rad eigentlich. Und hier ist auch noch so eine Klamottentasche. Und da kriegen wir ziemlich viel unter tatsächlich. Habt ihr viel Zeugs mit? Ja, relativ. Also es ist auf jeden Fall weniger als in so einem gesamten Haushalt. Aber ja, man merkt dann doch manchmal, das brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Oder das hatte ich jetzt auch schon wieder 3 Wochen gar nicht an. Und dass das dann eigentlich auch doch irgendwie wieder raus kann, ja. Wir haben hier die Küche versteckt sozusagen. Mhm. Und dann klappen wir das hier hoch. Und hier haben wir einen Gaskartuschenkocher und mit offenem Dach, also dann komplett offen. Das würde man dann hier den Reißverschluss aufmachen und das hier hinterklappen. Dann ist hier komplett offenes Dach. Und da kann man auch mal hier drin kochen, aber normalerweise machen wir das dann auch draußen, wenn das Wetter das hergibt. Also wenn es jetzt nicht in Strömen regnet oder Unwetter ist, dann gehen wir dafür raus. Und ja, hier unten haben wir die Küche und ja, da haben wir eigentlich alles dabei. Was man auch nicht so macht, ist so Vorratshaltung oder so. Also was wir da jetzt drin haben, ist eigentlich schon ein bisschen zu viel. Was wir auch oft machen, ist, dass wir essen gehen auch. Ja, weil das ja eben dann auch, dadurch, dass man Miete spart, kann man das dann auch ein bisschen öfters mal machen. Und ja, genießen das dann auch. Cool. Ja. Ich vermisse nichts außer meinen Büchern, muss ich tatsächlich sagen. Also das ist so das Einzige, was ich gemerkt habe, was mir manchmal fehlt. Dass man einfach so ins Bücherregal geht und dann blättert man da mal noch ein bisschen rum oder nimmt das noch mal in die Hand. Und ja, das wird dann doch ein bisschen schwierig, das hier unterzubringen. Ich habe auch so einen Eindruck, manchmal wird das so von einem erwartet, dass dann so die Frage kommt, ja, und wie lang machst du das jetzt mit dem im Bus leben oder was versprichst du dir davon? Dass es immer schon so, ja, also so einen Verwertbarkeitscharakter eigentlich braucht. Aber wir leben halt einfach so. Und deswegen auch dieses Kleinschrittige teilweise. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm. Also das ist eigentlich weit entfernt von so einem romantisierten Konsumismus, dass man jetzt irgendwie so eine große Reise macht und sich das in den Lebenslauf schreibt. Also das ist einfach echt so von Tag zu Tag. Stress scheinen sie hier jedenfalls nicht zu haben. Die Zeit steht an diesem Morgen wundersam still. Ben, der gleich nach dem Frühstück hier weiterarbeitet, nutzt die Ruhe. Und machst du es oft, dass du hier dann arbeitest? Ja, also ich arbeite auch viel in der Firma, aber dann bin ich halt immer so eher dann Ansprechpartner für alle. Also die Tür ist meistens offen und da kommen halt immer wieder Sachen rein und das sind so viele Eindrücke, die auf mich dann kommen. Dann bin ich halt offen für alle und höre zu, aber meine eigenen Sachen fallen dann runter. Das heißt, wenn ich dann wirklich konzentriert arbeiten will, ist das hier so mein Fluchtort. Natur hilft ihnen zur Entspannung und nette Leute. Die Arbeit geht leichter von der Hand, wenn man sich wie im Urlaub fühlt. Das hatte mir ja bereits Lydia erzählt. Zum ersten Mal verbringt sie mit ihrer Familie so viel Zeit in ihrem Schrebergarten. Und das, obwohl sie eine so schöne Altbauwohnung haben. Alles, was dort nicht geht, verlagern die Pfaffs in den Schrebergarten. Klar, Grillen am Abend ist der Klassiker. So, Fleisch! Das Wohnen im Schrebergarten ist ja eigentlich nicht erlaubt. Aber ab und zu darf man hier schon mal schlafen. Bis zu 6 Wochen im Jahr. Die Pfaffs nutzen diese Möglichkeit.
Gerade im Sommer bleiben sie gerne mal über Nacht und gehen von hier am nächsten Morgen zur Arbeit. Urlaub und Arbeit gehen ineinander über. Ist die dritte Woche jetzt? Ist die dritte Woche? Ja. Ja. Eine Woche Urlaub, eine Woche arbeiten und ist die dritte Woche. Ja, dritte Woche jetzt sind wir jetzt hier. Ja. Morgen nochmal und dann ist mal erstmal wieder. Müssen wir mal zu Hause gucken, ob alles okay ist. Ja, leider. Meine Frau möchte nach Hause. Ich eigentlich könnte überleben. Warum willst du hier sein? Weil es gemütlich ist, weil es toll ist. Einfach draußen, das ist nicht so beengt zu Hause. Dritten Stock rauf, 30 Grad, schwitzen. Nein, weil es hier einfach, hier bist du einfach freier, hier hast du eine Ruhe. Hier bist du selbst, hier kannst du alles selber machen, was du willst. Ja, es ist nur eine Parzelle, aber es ist die Gemeinschaft drüben. Aber es ist frei, es ist ohne Verbindlichkeit, ohne Verpflichtung. Ja, klar hast du diese, wenn wir über diese Regularien sprechen, aber das machen wir ja gerne. Also es ist ja kein Zwang. Ja, so, wir bauen gerne an, wir kümmern uns gerne um den Garten, wir sind gern draußen, Leo ist gern und draußen. Für ja. Leo ist das hier Paradies. Das ist Paradies, den ganzen Tag nackig rumrennen, wo kannst du denn das? Also nicht auf dem Spielplatz in Stadtinnern. Ja. Also das ist, also und wie gesagt, wir sind Camper, wir sind eh, wenn wir drei Wochen im Urlaub waren und draußen waren, ja, dann will keiner mehr von uns zurück in die Wohnung. Genau, und Socken anziehen. Ja genau, Schuhe. Schuhe sind Kacke. Also, ja. Ja. Ich finde es ja jetzt schon schlimm, wenn ich morgens tatsächlich Schuhe anziehen muss. Frag mal meine Kollegen auf Arbeit, selbst im Büro laufe ich ohne Schuhe mittlerweile, ja. Am Abend kommen die Nachbarn mit ihren Söhnen. Die Jungs spielen zusammen. Keiner meckert, wenn sie rumtoben, wenn sie sich dreckig machen. Es ist hier viel ungezwungener als in ihrer Stadtwohnung. Und viel persönlicher und herzlicher. Wir können Tischen auf. Die Pfaffs gönnen sich und ihren Freunden eine gute Zeit. Sie machen es sich zusammen gemütlich. Ich glaube, so irgendwie die ein oder anderen würden uns Geld dafür zahlen über Ferienwohnungsportale, um hier ihren Urlaub zu verbringen. Der Schrebergarten als Sehnsuchtsort, wer hätte das gedacht? Und was macht Erwin the Van? In Stauffenberg haben es Sönke und Bettina tatsächlich geschafft. Ihr Erwin ist fertig. Und richtig schick und praktisch, wie ein kleines Schwedenhaus. Und so funktional, dass man hier tatsächlich auch arbeiten könnte. Das Ausziehbett, Sönkes Spezialerfindung, ist übrigens der Clou. 4 Monate Arbeit sind nun vollendet. Dass dies alles komplett ohne Plan gebaut wurde, kann ich immer noch kaum glauben. Die erste Tour machen die beiden Profi-Camper selbst. Und kaum sitzen wir im Wagen, kommt wieder dieses besondere Gefühl auf. Von Freiheit. Ob Camper oder Schrebergarten. Wie nah liegt das Glück, habe ich mich zu Beginn gefragt. Das ist das Glück. Dass plötzlich die Zeit stehen bleibt und man fühlt, wie viel das Leben uns geben kann. Das ist einfach eine tolle Art zu leben. Letztendlich, wenn man das möchte, können das auch viele machen. Wenn man seinen Traum verwirklichen möchte und dafür lebt.